Da war ein Piefke aus Paderborn, der ließ sich nix gefallen. Er sagte, eins und eins ist zwei, wenn Kari kommt, sind wir schon drei. So machte er auch anderen Mut. Ein Mädchen hatte einen Freund, der wollte nur befehlen. Sie sagte, tschüss, mein lieber Klaus, ich bin nicht deine Aufziehmaus. So machte sie auch anderen Mut. Eine junge Frau, die war sehr schön, die sollte Schlager singen und sollte wackeln mit dem Po. Sie sprach, ihr könnt mich sowieso. So machte sie auch anderen Mut. Da stand ein Haus in West-Berlin, das war fast am Zerfallen. Da zogen 20 Leute rein und setzten Fensterscheiben ein. So machten sie auch anderen Mut. Da war ein Wald, der sollte weg, für ein Raketenlager. Die Leute schützen Baum für Baum, so war es schwer, einen umzuhauen. So machten sie auch anderen Mut. So machten sie auch anderen Mut. Und das war gut.